Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin der Zocker. Und jetzt kommt endlich der Soundcheck zu unserem schönen Hot Wheel Auto, was wir uns letztes Mal gemacht haben. Ja, wer das Tuning davon nochmal sehen möchte, guckt mal in die Videobeschreibung rein. Da ist es auf jeden Fall nochmal verlinkt. Weil auch irgendwie einer gefragt hat, hast du das Design denn schon hochgeladen? Ja, habe ich auch im Video gesagt. Also müsst ihr das Video auf jeden Fall zu Ende gucken. Da haben wir natürlich auch das Design einmal zusammen hochgeladen. So, ich habe die Bude auf jeden Fall mal voll aufgetunt und wir haben hier sage und schreibe 1300 PS. Also ist auch wieder, also alle drei Wagen aus dem Carpack waren richtig geil. Ja, der Range Rover war natürlich überkrank, ja, mit fast 1400 PS. Aber das ist auch schon wieder richtig heftig. Ich muss dazu sagen, auf die Werte könnt ihr eigentlich erstmal so nichts geben. Weil ihr könnt auf jeden Fall noch einiges mehr rausholen. Ja, ihr könnt mehr Tempo rausholen und auch auf jeden Fall mehr Beschleunigung. Ich habe jetzt schon mal ein paar Teile eingebaut, aber da ist auf jeden Fall noch wieder Luft nach oben, wie man hier sieht. Hier ist nur Nitro. Und na gut, der Rest ist eigentlich so halbwegs in Ordnung. Aber da ist auf jeden Fall noch Spielraum und hier eventuell auch noch ein Beschleunigungsbonus. Also ich denke mal, da wird auch, wenn man da alles reinballert, bestimmt auf 1,7 Sekunden kommen. Kann ich mir gut vorstellen bei dem Ding. Also ich habe mich ja bei dem Tuning richtig darüber aufgeregt, dass wir so einen hohen Abstand zwischen Reifen und Karosserie haben. Aber jetzt gönnt euch das doch mal. Jetzt sieht der Wagen richtig fett aus. Ey, so muss das sein. Richtig geil. Und da wir ja ein Hot Wheel Auto daraus gemacht haben, finde ich auch den Auspuff und diesen hässlichen Spoiler richtig geil bei dem Fahrzeug, weil das passt einfach gut. So, jetzt gucken wir mal, wie der hochgeht. Der ist so tief, man sieht an der Seite nicht mal die Unterbodenbeleuchtung. Nur vorne. Geil. Boah, ja. Wir fahren einfach mal, ich mach mal Mikro wieder aus, wie immer, und dann geht's los. So, kurze Info. Ich spiele mit dem Pro-Controller hier. Der hat hinten so... Ja, ihr kennt den, ne? So der Razer. Falls euch jetzt fragt, warum bremst der nicht, ne? Ich habe volle Pulle gebremst, aber er hat einfach nicht gebremst. Und ich habe mich gerade gefragt, warum. Ich hatte den Trigger-Stop drin. Ganz kurz. Muss ich eben kurz erklären, was das ist. Weil das werden wir wahrscheinlich nicht alle wissen. Hier gibt er ja... Oder hier bremst er ja. Ne? Ist jetzt hier der L2-Knopf.
Seht ihr? Und ihr fahrt auch rückwärts. So, und den kann man ganz durchdrücken, aber man kann den auch für Shooter zum Beispiel sperren. Und dann geht der nicht ganz runter. Könnt ihr das sehen? Warte mal. So, jetzt geht der nicht ganz runter. Und wenn wir den wieder aufmachen. Ja, das war das Problem. Okay, kann passieren. Ich hatte nämlich letztens eine Runde Fortnite gezockt und deswegen habe ich das Ding hier nur in der Hand. Okay, weiter geht's. Ja, also ihr merkt schon, ich finde den Sound richtig geil. Der hat einen komplett anderen Sound, als man das... Also ich habe jetzt kein Auto zum Vergleich, was sich irgendwie so ähnlich anhören würde. Ja, das einzige Problem, was ich mit dem Auto habe, oder mit dem Sound eher habe, es fehlt Turbogeräusch quasi komplett. Ja, also man hört fast nur den Motor oder den Auspuff. Ja, also im Headset konnte ich jetzt so ganz kleines Turbogeräusch wahrnehmen. Beim Schalten. Aber das ist so minimal, das hört kein Mensch raus. Also das ist eigentlich so gut wie nicht vorhanden. Das ist sehr schade, weil die ganzen anderen letzten Fahrzeuge, die haben mich alle richtig überrascht vom Turbo-Sound. Und da finde ich jetzt schade, irgendwie, dass das bei dem jetzt hier nicht so ist. Allerdings hat der einen richtig geilen, generellen Sound. Wenn ihr wisst, was ich meine. So ein Trompetensound irgendwie. Also ganz anders als die anderen Fahrzeuge. Also hört sich echt an wie eine Trompete, vor allem wenn man im Tunnel fährt und dann richtig durchzieht. Das ist richtig geil. Also das ist schon nice. Mal abgesehen davon, dass der Wagen richtig nice aussieht. Also, wir haben auf jeden Fall einen guten Sound. Kein Turbogeräusch. Eine geile Optik. Und vom Fahrverhalten ist der Wagen wirklich schlecht. Also wenn ihr euch den echt kaufen wollt... weil ihr sagt, ihr braucht einen guten Racer, der noch cool aussieht, könnt ihr den Wagen auf jeden Fall vergessen. Also, der ist scheiße. Man merkt das halt auch, dass es ein Geländewagen ist, weil in den Kurven, wenn du lenkst, dann schwankt der so hin und her. Das macht sich auf jeden Fall richtig im Fahrverhalten bemerkbar, weil der ist übelst indirekt. Also mal eben so schnelle Manöver ist nicht ganz so einfach damit. Und eine Kurve zu fahren ist auch nicht so einfach, weil Kurven mag er anscheinend nicht so richtig.
Aber man kann auf jeden Fall cool damit geradeaus fahren und zum Angeben ist sowieso ganz geil, denke ich mal. Und ja, das war es auf jeden Fall mit dem Soundcheck. Im nächsten Video erwartet euch was richtig Geiles, ja. Also bleibt auf jeden Fall dran. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker. Haut rein.